Herzlich willkommen, liebe Freunde des regenerierenden Degenerierten. Wenn Sie auch wissen möchten, wie Sie sich in so ein überaus charmantes und wunderschönes Wesen transformieren können, dann bleiben Sie dran und verpassen Sie keine Sekunde des Get Ready With Me Deadpool Videos. Get Ready With Me. That's the word for that. Gucken Sie. Ich habe hier unten eine Vorlage liegen. Einmal diesen Teil und einmal diesen Teil. Ich habe dann nämlich gedacht, statt dass ich mir die ganze Fresse schminke, mache ich sowas wie so eine halb hochgezogene Maske. Ich zeichne halt jetzt gerade erstmal vor, wo das schwarz hin soll gleich, damit ich mir das vernünftig anzeichnen kann. Ich hätte tatsächlich überlegt, ob ich für das Video nicht einfach mein Spider-Man-T-Shirt anziehe, aber ich glaube, die wenigsten hätten es verstanden. So, ich denke, das wird so meine Grundform für das Augending. Okay, also Rot, Kunstblut und Bodypainting. Einfacher wäre es natürlich, direkt rotes Bodypainting zu benutzen, aber ja, diese Bitch hat leider kein Zuhause. Ich habe jetzt gerade auch natürlich nichts zum Anmischen da. Normalerweise mache ich mir das immer in Schüsselchen, aber ich bin jetzt zu faul runterzulaufen. Deshalb versuche ich das mal übereinander zu arbeiten. Aber Deadpool in Pink wäre auch süß. Wird mir auch gut gefallen. Ich guck jetzt erstmal, ob es klappt. Blut! Köstlich. Boah, das funktioniert fantastisch. Oh, ich bin so schlau manchmal. Manchmal. Ich fände es voll geil, wenn die das Kunstblut mal irgendwie. Also ich könnte da nicht ein bisschen Zucker reinkippen oder so, damit das gut schmeckt. Das wäre echt nice. Kryolan. Hier, was geht ab? Mach das mal bitte. Das ist echt gut und gleichmäßig verteilt, ne? Ich spare jetzt auch mir die Ohren mit anzumalen. Ich habe leider keine blonde Perücke mit Ponytail dran. Das wäre perfekt gewesen. Dann wäre ich einfach Lady Deadpool. Aber es funktioniert echt erstaunlich gut mit dem Kunstblut über dem Pink. Holy shit. Manchmal muss man einfach kreativ sein und gucken, was man da hat. Wie war das in der Not, frisst der Teufel fliegen? Ich habe mir auch noch nie Kunstblut mit einem Beautyblender aufgetragen. Geht das nicht auch alleine? Ja, geht wohl auch alleine. Aber ich finde, das deckt dann nicht so gut. Cool. Geht auch so, ne? Ist halt sehr dünnflüssig. Ach, scheiße, ich trage das jetzt einfach pur auf. Funktioniert echt gut. Also, falls ihr mal kein rotes Bodypainting zu Hause habt, aber welches braucht und ihr habt Kunstblut da, dann probiert das mal aus. Das funktioniert echt gut. Sieht auch noch so Panne aus, irgendwie nur mit dem Rot. Wie Spider-Man, ja. Deshalb lieben die beiden sich auch so, weil die beim selben Schneider sind. Roter Lidschatten, um das Ganze jetzt zu fixieren, damit die Scheiße nicht mehr so klebrig ist. Und das gibt auch noch mal ein bisschen mehr Deckkraft. Den könnte ich auch mal reparieren. Der ist mir vor 1000 Jahren mal zerbröselt. Kann man halt super einfach retten, indem man alles zerhackstückelt und das ganz pulverig klein macht. Und dann ein bisschen Alkohol drüber gießt und dann das Ganze über Nacht stehen. Drückt das ein bisschen fest und dann ist es wie neu. Wenn mir immer erst eigentlich die Sachen dann brauche. Kennt man, oder? Oh, das kitzelt immer so in der Nase, wenn ich da irgendwie lang gehe. Ich will immer niesen dann. Wie ich meine Make-up-Pinsel sauber mache mit Seife und Wasser. Wow. Wenn ich die zwischendurch mal sauber machen will, habe ich so einen Pinselreiniger von, was ist das hier? Evelyn. Es gibt ja so Pinselmatten extra. Es gibt auch so DIY-Dinger, wo Leute das einfach mit Heißkleber auf dem Klemmbrett machen. Einfach so Muster da drauf, damit man das besser auswaschen kann. Eine Freundin von mir hat mir mal einen Tipp gegeben. Ich habe das selber noch nicht ausprobiert. Aber die hat so einen Handschuh mit so Noppen dran. So einen Massagehandschuh halt, den man eigentlich in der Dusche benutzt. Die gibt da einfach ein bisschen Seife dann rein und wäscht es dann so in der Hand aus. Das wollte ich mal ausprobieren, aber ich mache das halt einfach im Waschbecken. Nicht so oft, wie ich sollte. Ich bin immer ein bisschen faul, was Pinselwaschen angeht. Dann beschwere ich mich, weil ich ständig Pickel bekomme. Dumm. Aber tun wir das nicht alle. Schattieren, schattieren, schattieren. Ich hätte gerne diesen fluffigen Fluffpinsel. Wo ist der hin? Ich hatte 2 davon. Scheißdreck. Als nächstes machen wir ein paar Schattierungen, weil so ein Kopf ist ja nicht platt, ne? Ja, auch Deadpool macht Contouring. Jetzt einen Braunton, den ich benutze. Beim Schwarz sowas zu machen, ist meistens eher suboptimal und zu hart und besser einfach einen dunkleren Ton im selben Farbraum quasi zu benutzen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt eine blaue Grundlage gehabt hätte, könnte man auch super cool mit einem dunklen Lila darüber schattieren. Oder bei Gelb mit Orange und Rot und Braun- und Ockertönen, aber bloß nicht mit Schwarz. Das finde ich auch bei Tätowierungen immer ganz grausam. Ich kaufe meine Comics. Also ich habe jetzt ein paar zugeschickt bekommen vom Gratis-Comic-Tag natürlich.
natürlich. Aber am liebsten kaufe ich die auf der Spiel. Also ich bin einmal im Jahr auf der Spielmesse in Essen und die haben halt auch voll viele alte Comics. Das finde ich saugeil. Also die haben auch so alte Sailor Moon Comics und was ich da nicht schon alles für geile Scheiße gekauft habe. Und die haben halt auch immer die ganzen neuen Sachen und auch die amerikanischen Sachen. Ich finde zum Beispiel Harley Quinn ist auf Deutsch... Just know, die ist auf Englisch so viel witziger. Weil man halt viele Wortwitze super schlecht übersetzen kann. In Gladbach haben wir einen Comicladen, der Heroes Inn, aber da war ich noch nicht so oft. Sonst war ich in Düsseldorf mal da in dem Asia-Viertel. Da habe ich aber keine Ahnung, wie der Comicladen heißt. Der ist auf jeden Fall in der Nähe von diesem supergeilen Nudelnladen, den die Niki so abfeiert. Soweit so gut. Dann brauche ich sowas wie einen Eyeliner-Pinsel. Der ist ein Schimmer. Nee. Scheiße, aber ich mache das direkt mit Schwarz. Ist ja Comic, ne? Kann man ja machen. Ich mache das jetzt aber nicht mit dem Waterproof-Ding. Dann kriege ich die Scheiße nämlich nachher nicht mehr ab. Farbstark. Schwarzes Booty-Painting. Ich hole mir einen vernünftigen Pinsel, den ich auch zum Malen benutze. Ich denke, das ist besser. Also kurz Deckencam. Ich hoffe, ihr seht paranormale Aktivitäten hier. Dann mache ich jetzt, Entschuldigung, erstmal die groben Sachen, nämlich die Dinger schwarz ausmalen und danach kann ich mit Feinheit ausrasten. Ich liebe diese Marke, so wie er. Ich werde nicht dafür bezahlt. Ich bekomme sie zwar umsonst zugeschickt, aber ich mache sehr gerne Werbung dafür, weil die wirklich sehr, sehr gut pigmentiert sind. Ich kann nicht mich konzentrieren und gleichzeitig reden. Ich bin ein Dalek. Apropos Dalek, kennt ihr die Comics von Dr. Who? Die sind auch sehr süß. Smokey Eye gone wrong. Gibt gleich leider keine Chimichangas, aber Pizza. Ich fand es ein bisschen lustig, beim letzten Video, was ich hochgeladen habe von Battle Angel Alita, von dem Make-up, extra dazu geschrieben habe, dass das ein Speed-Make-up ist. Also es steht in dem Titel, steht Speed-Make-up. Dann sag ich noch, es ist 15-fache Geschwindigkeit. Und ich schreibe das in die Infobox dazu und voll viele haben geschrieben, ja cool, das Video ist voll schnell. Das zum Speed-Make-up irgendwie an sich, ne, dass es schnell geht. Soll ja kein Tutorial sein. Das kostet mich nämlich deutlich mehr Zeit im Schnitt und im Voice-Over und in allem. Und dafür fehlt mir halt leider aktuell ein bisschen die Zeit. Das soll nicht so knalleweiß sein. Nein, so eine Lichtkante geben. Von der Naht, die da eigentlich ist. Von 10 würde Deadpool dieses Haarband auf jeden Fall auch tragen. Definitiv. Da fehlt aber eigentlich noch so ein Hörnchen hier vorne. Das nächste, was passiert, wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen fies. Wir haben hier Latex. 1 Schwamm. Boah, ich hasse, wie das riecht. Furchtbar. Und das ist schon das mit wenig Ammoniak. So, und jetzt probiere ich mal was aus. Das habe ich nämlich noch nie gemacht. Das machen wir nämlich Deadpool in Serviettentechnik. Das ist auf Premiere jetzt. Ich habe das noch nie gemacht. Mit Latex und Tüchern. Es wird wahrscheinlich ein Spaß, das später abzuziehen. Ach, das wird so pretty. Boah, was eine Sauerei. Das ist eklig, ey. Aber es funktioniert echt gut. Es klebt überall, nur nicht da, wo es kleben soll. Blöder Lappen. Das ist viel mit Pappmaché arbeiten. Kleister und Zeitung, Kleister und Zeitung. Das ist sehr impressiv. Nicht in die Nase.
glaube, das funktioniert hier vielleicht besser mit einem Pinselchen. Das trocknet eigentlich relativ fix, aber ich fülle da gleich auch einfach nochmal drüber. Hier ist das herrlich. Ich lasse das einfach drauf bis morgen früh und fahre so zum TÜV. So, hübsch. Okay, ich muss kurz föhnen. So, I've seen that we have some Spanish guests here. Hola, ¿qué tal? Me llamo Kira. Yo trabajo en un estudio de tatuajes. Y quiero que cantar y cosplay. Y no sé. Fundación. Because this doesn't look very natural at all. Oh, it feels so hard and stiff, that's what she said. But it's really disgusting. Can't wait to take it off. Need another brush, need another brush. Now that I'm a pretty Deadpool-ish boy, I still need to do some. Like that it looks a little bit more flashy. Ich habe mich immer gewundert, warum das so super klumpig aussieht bei manchen Leuten. Ich glaube, die benutzen dann wirklich das komplette Kosmetiktuch oder Klopapier, statt das in die Lagen zu unterteilen, damit man feiner arbeiten kann. Ich glaube, das ist der Fehler, den da viele machen. Also sieht das halt viel authentischer, also gut, authentisch ist anders, aber viel authentischer aus, als wenn man das mit so einem richtig dicken Papier macht. Das muss aber alles noch ein bisschen rötlicher werden. Ja, dann muss ich mit Pink arbeiten. Mal gucken, wie das so funktioniert. Ah, mit Watte. Ja, mit Watte geht das, glaube ich, auch ganz gut. Das kann man ja auch schön fein ziehen an den Rändern. Ich habe noch gar keinen Texturschwamm benutzt. Das könnte ich auch mal machen. So. Ich glaube, ich habe es jetzt aber. Meine Güte, bin ich hübsch. I can. I'm too pretty for this world. Ich mache jetzt noch mal eine Linie für die Maske. Damit das wieder comic-mäßiger wird. Boah, ich mache hier wieder so Linien ins Gesicht. Jetzt hätte ich so Konturen quasi. Ziehe ich mir jetzt einmal gleich die Wigcap auf. So ist auch schön. Und dann kommt dann noch ein Söckchen drüber. Wenn man denkt, man könnte nicht hässlicher werden, und dann zieht man die Wigcap an. Ich hoffe natürlich, das Video hat Ihnen gefallen und wir haben Ihnen nicht zu viel versprochen. In Zusammenarbeit mit dem diesjährigen Gratis-Comic-Tag am 12. Mai wird es natürlich auch einen super coolen Deadpool-Comic geben, den Sie in diesem Video von Kira Las Vegas höchstpersönlich vorgestellt bekommen. Worauf warten Sie also noch? Klicken Sie auf das verlinkte Video und hinterlassen dort den Kommentar Chimichanga. Natürlich lohnt sich auch ein Abonnement auf diesem Kanal. Hinterlasst einen Kommentar, weil ihr cool seid, und wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Einschalten.